Do it now. Say it now. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im offenen Kanal bei Johansen der Talk, Wahlspezial. Und ich freue mich, heute einen Gast da zu haben, die seit einigen Jahren schon in der Landespolitik unterwegs ist, von daher sich ganz gut auskennt, sage ich mal ganz frech, in Dessau beheimatet ist. Und wir freuen uns sehr, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Cornelia Lüdemann. Danke für die Einladung. Mit großer Freude. Und da frage ich doch gleich als erstes mal, weil ich ja auch sagte, Erfahrung. Sie haben jetzt sozusagen 5 Jahre, glaube ich, Kenia. Das ist ja, alle haben vorher gesagt, das hält doch gar nicht, das wird ja gar nicht funktionieren. Es hat mit Höhen und Tiefen aber doch 5 Jahre funktioniert. Wie ist so Ihre Erfahrung aus dieser doch auch recht solitären Geschichte in Deutschland? Also wir waren die Ersten, die sogenanntes Kenia gemacht haben. Inzwischen sind ja andere Länder, beispielsweise Sachsen, auch nachgefolgt. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein Erfolgsprojekt war, was dort kopiert wurde, sondern es ist tatsächlich ein Projekt, das ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden. Ganz groß über Kenia steht ja, dass wir ein Bollwerk gegen rechts sein wollen. Ich weiß, dass das nicht immer ganz hundertprozentig und ganz doll gut geklappt hat. Aber das ist das, was uns zusammengeschweißt hat. Dass wir das Wahlergebnis gesehen haben und gesagt haben, wir dürfen dieses Land nicht den Rechten überlassen. Und das ist auch weiterhin sozusagen unser grüner Antrieb. Es gab ja viele Punkte, wo wir bis hin zum Parteitag, wo wir heftig diskutiert haben, ob das noch ein für uns tragfähiges Bündnis ist. Dass wir immer wieder gesagt haben, nein, wir dürfen dieses Land den Rechten nicht überlassen. Wir dürfen die AfD nicht an die Schalthebel der Macht gelangen lassen. Dass das kein Sturm im Wasserglas war, haben wir spätestens im Dezember gesehen, als der damalige Landesvorsitzende der CDU, Holger Stahlknecht, manche werden sich noch an ihn erinnern, sehr klar gesagt hat, also wenn hier die anderen Zicken machen, die anderen Koalitionspartner, dann machen wir es alleine und dann machen wir eben eine Minderheitsregierung, die von der AfD gestützt wird. Hauptsache, das ist nicht ganz so klar von ihm gesagt worden, aber das war für mich die eindeutige Botschaft, Hauptsache wir als CDU bleiben an der Macht. Und das ist für mich nicht handlungsleitend, sondern es geht tatsächlich darum, dieses Land demokratisch auszugestalten. Und auf der zweiten Ebene natürlich dann auch Inhalte, aber da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dazu. Auf die kommen wir ohnehin noch, das ist sozusagen ein bisschen die kleine Eröffnung, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Weil man kann ja sagen, Sie haben ja auch, also nicht Sie jetzt, sondern die Parteifreundin ist ja auch eine Ministeriumschefin, dann Landwirtschaftsministerium. Sind Sie da, haben Sie das Gefühl, dass Sie da ein bisschen Essentials durchsetzen konnten und vielleicht auch was dann so, wo Sie sagen, das ist auch unseres wirklich? Also es war noch viel schwerer, als wir uns das vorgestellt haben. Das will ich mal vor der Klammer sagen. Dieses Haus ist ja seit Jahrzehnten in CDU-Hand und so war auch die Politik im Bereich Landwirtschaft, Umwelt, Energie geprägt. Das hat also eine Weile gedauert, will ich sagen, bevor auch im Hause klar war, was sind jetzt die Leitlinien der Politik. Und ich meine, wir haben dort Pflöcke eingeschlagen, die wirklich bleiben und wo wir in der nächsten Legislatur deutlich drauf aufbauen können. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel machen, damit sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer was darunter vorstellen können. Es gibt jetzt erstmalig in Sachsen-Anhalt ein Klima- und Energiekonzept, wo über alle Lebensbereiche, was sich ja dann in den unterschiedlichen Ministerien abbildet, Projekte, Zielstellungen, Vornamen entwickelt wurden. Was muss passieren, damit Sachsen-Anhalt klimagerechter wird? Das ist ein gutes Konzept mit ganz, ganz vielen Maßnahmen, aber es ist ein Konzept. Wir sind froh, dass wir das jetzt so weit bekommen haben, gegen immense Widerstände der CDU, das muss ich sagen, die wollten nicht mal das. Aber da sagen wir jetzt, das ist der Schritt dieser Legislatur, mehr war jetzt nicht möglich und nicht durchsetzbar. Da wollen wir in der nächsten Legislatur ein Klimaschutzgesetz, um das, was dort an guten Maßnahmen drinsteht und was dieses Land wirklich braucht,
Denn insgesamt, und das ist ja so das zentrale Moment, warum wir grüne Politik machen, dass wir sagen, wir müssen auch als unser Bundesland mehr tun, damit wir auf den sogenannten 1,5-Grad-Pfad, also Klimaziel Paris, das sagt sicherlich vielen etwas, damit wir da wirklich auch noch hinkommen. Und deswegen, diese Legislatur war gut, hier Vorarbeiten zu leisten, und in der nächsten muss es so ausgestaltet werden, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Im Moment ist es so, dass viele sagen, wenn es irgendwie geklappt hat, ja, wir haben das im Rahmen des Klima- und Energiekonzeptes gemacht, super Sache. Und wenn das Ziel nicht erfüllt ist, heißt es, es war ja nur ein Konzept. So ein Konzept ist ja so eine Orientierungsrichtlinie. Aber da sind wir deutlich drüber hinaus. Wir brauchen für Klima- und Umweltschutz nicht nur eine Orientierungsrichtlinie, sondern etwas Verbindliches, bis dahin, dass es in Teilen auch sanktionierbar ist. Wir haben zum Beispiel auch in dem Haus erreicht, dass wir den Ökolandbau, und da merken wir, dass ganz, ganz viele Menschen, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, sich Gedanken machen, wo kommt denn mein Essen eigentlich her und was ist denn das, was ich da zu mir nehme, und tut mir das wirklich so gut, dass sich dort die Bedürfnisse verändern. Und in Sachsen-Anhalt konnten wir es erreichen, dass die Anbaufläche für Ökolandbau verdoppelt wurde. Und das wollen wir quasi auch in der nächsten Legislatur noch mal deutlich fortsetzen. Und so gibt es viele Bereiche im Energiebereich, dass wir auf grünen Wasserstoff, noch nicht als Standardtechnologie, aber im Stadium der Modellprojekte aufsatteln konnten, dass wir die Struktur Wandelpolitik im Süden des Landes sehr zäh und immer sehr einklagend, aber doch mit beeinflussen können, dass wir die Chancen, die wir dort haben, Milliarden Gelder zu bekommen, auch tatsächlich ja, in Lösung der, wie ich finde, größten Zukunftsaufgabe, nämlich Klima- und Umweltschutz voranzutreiben, auch in Sachsen-Anhalt einbringen können. Also könnte ich noch mehr Beispiele nennen, aber um jetzt hier nicht zu lange in einem Stück zu reden, ja, es hat gedauert, um strukturell sich dort zu verankern in diesem Hause. Aber wenn man mitregiert, kann man Dinge erreichen und umsetzen. Und ich sage immer zu meinen Leuten, also wenn wir mit 5,2% so viel erreicht haben, wie wir das in dieser Legislatur tun können, das kann man ja auch auf der Internetseite der Landtagsfraktion nochmal nachlesen, was da insgesamt an allem an Bilanz vorzuweisen ist. Jedes Prozent mehr ist 1% mehr für ganz klaren Umweltschutz. Und ich glaube, dafür lohnt es sich für uns jetzt in den nächsten Wochen zu werben. Das Phänomen ist ja tatsächlich, es gibt die Fridays for Future, es passiert viel in der Richtung. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass immer noch durchaus nicht kleine Teile der Bevölkerung sich doch eher in die Richtung Klimaleugner begegnen und sagen, wieso? Ist doch alles gut, was ist das denn? Und das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass beispielsweise die AfD auch diese Prozentzahlen hat, weil für die gibt es das ja gar nicht. Die CDU ist ja auch nicht unbedingt so direkt davon überzeugt. Was machen Sie auch, wo Sie sagen, da können wir Überzeugungsarbeit leisten? Und was machen Sie da in der Richtung? Dass man den Leuten es auch noch mal klarer macht, dass es eben wirklich kein Mythos ist. Das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Es ist es einfach nicht. Wenn man einfach noch mal rausguckt, sollte man die Änderungen sehen, die trockenen Sommer, die langen trockenen Sommer, ganze trockene Jahre. Und trotzdem irgendwie für Leute, nö, ist doch alles wie immer. Das ist tatsächlich eine Daueraufgabe. Ich persönlich finde, wenn man faktenbasiert sich eine Meinung bildet, kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Denn tatsächlich, wenn wir nur die letzten 5 Jahre nehmen, wir hatten 2 total trockene Sommer und einen Sommer, der vielleicht nicht so warm war, aber trotzdem genauso trocken, nämlich der letzte. Über das Jahresmittel haben wir viel zu wenig Niederschlag. Die Wasserspeicher sind total leer. Und wenn man sich mit einem Landwirt unterhält, egal welcher Parteirichtung er sich zugehörig fühlt oder zuneigt, die machen sich alle dramatische Gedanken. Und die experimentieren inzwischen mit Soja und anderen Getreidearten, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie das funktionieren soll. Wenn wir uns unsere Wälder angucken, wir hatten ja wirklich hochemotionale Diskussionen. Der Harz ist ja nun quasi, also positiv gemeint, das ist ja eine Vision und ein Mythos für ganz Deutschland, ne? Der deutsche Wald und der Brocken und sowas. Und wenn man sich das jetzt anguckt, das macht
mir Angst. Und das kann eigentlich auch jedem nur Angst machen. Wir hatten in dieser Legislatur Hochwässer, die sehr schnell, sehr dramatisch kommen, gerade auch im Harz, Elbe, Gott sei Dank in dieser Legislatur verschont. Wir hatten Erdrutsche, wo wir wirklich ad hoc sehr viel Geld ausgeben mussten, damit wir dort die Leute auch entschädigen. Wir haben den Borkenkäfer, wir haben alles Mögliche an Schädlingen. Und ich sage das immer sehr ruhig, weil ich will jetzt auch keine Panik schüren. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige, um damit umzugehen. Aber ich will die Leute aufschließen und sagen, guckt euch das an. Natürlich gab es immer mal ein Hochwasser, natürlich gab es immer mal einen Schädling. Aber das, was wir jetzt haben, und letztendlich spielt auch Corona mit in diese Sparte mit rein. Das hat alles was damit zu tun, dass der Mensch Raubbau an seinen natürlichen Ressourcen betreibt. Dass wir uns zu viel nehmen und nichts zurückgeben. Denn ganz ehrlich, also klar, werden, und da haben wir auch gute Fortschritte gemacht, aber das, was wir jetzt an Aufpflanzungen zum Beispiel haben, wiegt es nicht auf, was in den letzten Jahrzehnten abgeholzt wurde. Und hier eine Aufgeschlossenheit zu erzeugen, die ich Fridays for Future, aber auch bei anderen jungen Leuten, die vielleicht sagen, ja, dieser ganze Aktivismus, das ist jetzt nicht so meins, die aber sehr wohl Online-Petitionen unterschreiben, die mir Schülerarbeiten schicken, wo sie sich mit der Thematik, wie wird denn meine Erde aussehen, wenn ich jetzt mal in dem Alter bin von denjenigen, die da regieren? Oder wenn ich Kinder haben will, was mute ich denen zu? Also da erlebe ich eine Aufgeschlossenheit, ich erlebe auch eine große Aufgeschlossenheit bei Familien, die eben genau aus diesem Aspekt, ich habe jetzt nicht nur für mich Verantwortung, sondern ich setze jetzt Menschen in die Welt, wo gesagt wird, ja gut, okay, die haben jetzt hier Mädels irgendwie 88, noch was Jahre Lebenserwartung. Wenn ich mir aber angucke, was es an Visionen gibt, wie unsere Erde schon in 30 Jahren aussieht, ist das alles irgendwie so eine gute Idee? Also die sich wirklich Sorgen machen und die sagen, ja, okay, wir müssen etwas an unserem Leben ändern, damit wir die Entwicklung ändern können. Das ist nicht einfach, das ist auch schwierig. Ich sag mal so, ich bin ja auch mobilitätspolitische Sprecherin. Um wirklich hier was zu ändern, müssten wir alle öfters auf das Auto verzichten. Ich wohne in einer Mittelstadt in Dessau. Die ist auf 227 Quadratkilometer verteilt, da ist es schwierig. Und da sage ich, obwohl ich gerne Fahrrad fahre und wir da sehr viel auch in dieser Legislatur erreichen konnten, um Fahrradfahren sicherer zu machen und Radwege zu bauen etc., das ist ein Anspruch, der, wenn es draußen kalt ist und wenn es vielleicht auch noch regnet, irgendwie schwer umzusetzen ist. Ne? Also das kann ich, also das merke ich selber. Da müssen wir wirklich an den Rahmenbedingungen arbeiten, dass es den Menschen leichter möglich ist, auch selbst Klimaschutz zu leben. Manchmal entsteht ja so ein Bild und es wird gerne dann von anderen Parteien aufgegriffen, die Grünen sind die Verbotspartei. Die wollen ja nur verbieten und gerade was Klima und so betrifft, na toll, ich darf nicht mehr alles essen, ich darf nicht mehr richtig fahren, nichts darf ich mehr. Was kann man diesen Menschen, die sowas dann sagen, erwidern? Manchmal verfestigt sich dieser Eindruck, aber das ist ja A, ein falscher und B, was kann man tun? Es kommt sehr auf Kommunikation an. Also da will ich ganz ehrlich sagen, da waren wir an manchen Stellen in der Vergangenheit als Grüne sicherlich auch nicht, sag ich mal, mit der Note 1 im Bereich Kommunikation. Es kann nicht darum gehen, jetzt zu sagen, so ihr müsst und müsst und müsst und sollt das auch noch und das noch verzichten, sondern man muss erstmal eine Aufgeschlossenheit, und darüber haben wir ja eben gesprochen, wie ist die Situation, erreichen. Und dann den Menschen, und das sehe ich als meine Aufgabe als Politikerin an, Angebote zu machen. Also wie kannst du dein Leben ändern, ohne deine Lebensqualität einzuschränken? Ich will mal bei dem Beispiel von eben bleiben. Es gibt Menschen, habe ich wirklich auch so einen Brief bekommen, der hat gesagt, ich wohne auf dem Dorf. Ich habe ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, meine Frau hat ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. So, jetzt kommt mein Sohn in die Lehre. Jetzt bin ich gezwungen, dem noch ein Auto zu kaufen, damit er da überhaupt zur Berufsschule hinkommt. Weil ansonsten ist er einen halben Tag unterwegs, das macht keinen Sinn. Oder er muss da übernachten, das ist zu teuer, geht alles nicht. Und da sage ich, da hat Politik versagt. Das,
darf nicht sein. Wir müssen eine Situation herstellen, dass die Menschen auswählen können. Und da gehört es auch dazu, und das steht in unserem Wahlprogramm ganz konkret, dass in Orten über 1000 Einwohner in den Hauptverkehrszeiten jede Stunde ein Angebot der öffentlichen Mobilität da ist. Das heißt jetzt nicht, dass immer so ein großer Bus da jede Stunde vorbeifährt oder dass wir in Größenordnung neue Nahverkehrszüge, also neue Schienenwege bauen, sondern es muss ein Mix sein und da müssen wir aufgeschlossen sein. Ob das jetzt das Dorfauto ist, ob das Carsharing ist, ob das ein Kleinbus ist, der in Rufweite, da kann man Digitalisierung wunderbar mit einsetzen, ist. Ob das Zug ist oder vielleicht auch ein großer Bus, dass wir organisieren, wie die Menschen von einem kleinen Dorf zu einer Mobilitätsschnittstelle kommen, wo sie dann in den größeren Verkehrsträger umsteigen können. Das ist unsere Aufgabe, den Menschen ein Angebot zu machen, in Richtung Umwelt- und Klimaschutz mehr tun zu können. Zwang ist aus meiner Sicht nie ein gutes Mittel. Also auch in Kindererziehung war ich nie eine Freundin davon, sondern man muss aus Überzeugung dann auch bereit sein, ein Stück sein Leben zu ändern. Also die Kommunikation ist wichtig und auch Ehrlichkeit. Also ich glaube, es nützt auch nichts jetzt, um eben viele Wähler zu gewinnen, irgendwie zu sagen, ja, das wird schon, du machst mal ein bisschen und langsam. Also Ehrlichkeit nutzt auch. Also ich kann sehr klar sagen, es würde dem Planeten helfen, wenn wir jetzt alle sofort auf das Auto verzichten würden. Das ist richtig so. Aber das ist nicht praktisch durchführbar. Das hat nichts mit unserer Lebensrealität zu tun. Und deswegen sage ich, unser Angebot an die Menschen ist, diesen Weg dahin so angenehm, aber auch so praktisch wie möglich zu gestalten. Beispiel: Magdeburg hatte ja beschlossen, dass es ein kostenloses Schülerticket im öffentlichen Personennahverkehr geben soll, was eine tolle Idee ist. Und dann grätscht auf einmal das Landesverwaltungsamt da rein. Nein, das geht aber gar nicht. Frage ich auch mal ganz dumm, was kann denn da Landespolitik machen, um mal mit dem Landesverwaltungsamt zu reden? Leute, das tut aber wirklich Not, weil das ist ja tatsächlich, es richtet sich ja nicht an die Schüler, die ohnehin viel Geld haben, sondern wir reden ja von denen, die tatsächlich nicht viel haben und die dann wenigstens die Öffentlichen nehmen können. Aber ich glaube, das war die Idee schon auch aus monetären Gründen. Aber eben auch, um tatsächlich jungen Menschen zu zeigen, wie ist das denn überhaupt mit dem ÖPNV und geht denn das auch? Denn ich erlebe tatsächlich junge Leute, die sind noch nie mit einem Zug gefahren, weil die immer auf anderem Wege, und das ist Ergebnis der letzten Jahrzehnte der Politik, die so autozentriert war, dass das einfach das Praktischste, das Angenehmste und leider in vielen Teilen auch das preisgünstigste Verkehrsmittel ist. Und genau da müssen wir ansetzen, dass wir auch die anderen Verkehrsträger, und da sagen wir Grüne, wir wollen den Umweltverbund stärken, also das zu Fuß gehen, das Fahrradfahren und den ÖPNV, die ÖPNV-Nutzung, das muss konkurrenzfähig werden. Da müssen wir eine Menge tun. Und für dieses Ticket für junge Menschen ganz konkret wollen wir das nicht den einzelnen Kommunalpolitikern zumuten, dass sie das in ihren einzelnen Kreisen jeweils durchfechten. Weil wir wissen, dass die Kommunen in Sachsen-Anhalt finanziell echt, ich will jetzt nicht sagen, auf dem letzten Loch pfeifen, das wäre nicht angemessen, weil wir haben da in dieser Legislatur tatsächlich geschafft, auch über einen Festbetrag, wo sie wissen, dass sie im Laufe dieser Legislatur immer ein ganz bestimmtes Budget bekommen, ein bisschen Erleichterung zu schaffen, aber das reicht tatsächlich nicht aus. Und deswegen sagen wir, das ist eine Landesaufgabe. Das muss für alle jungen Menschen im Land, das hat auch was mit Gleichberechtigung und Gleichstellung und Gerechtigkeit zu tun, dass es nicht in Magdeburg gilt und dann im nächsten Kreis wieder nicht. Und dann hast du eine Freundin, die wohnt im nächsten Dorf, die kann das nicht machen. Das ist, finde ich, nicht sinnvoll. Sondern wir sagen, das muss von Landesebene aus passieren. In dieser Legislatur haben wir ja das Azubi-Ticket eingeführt, das zum Preis von 50 Euro junge Menschen, die in Ausbildung sind, landesweit ÖPNV nutzen können. Das ist ein Anfang. Und so stellen wir uns vor, dass wir zuerst auch mit einer geringen Eigenbeteiligung für alle junge Menschen so ein Sachsen-Anhalt-Ticket einführen und das dann schrittweise
Aber da sind wir eben auch, ich finde, sehr verantwortungsbewusst, dass wir sagen, also bis wir das wirklich kostenfrei kriegen, das wird ein bisschen dauern. Wir müssen die Gesamtsituation ja im Blick haben. Aber das muss der Weg sein. Dass junge Menschen von Anfang an das Gefühl haben, es ist ganz normal, sich im ÖPNV zu bewegen. Das wird auch unterstützt durch Zunahme von Nutzern, können die Verkehrsträger, also hier in Magdeburg zum Beispiel die MVB, dann auch wieder investieren. Die bekommen ja dann Erstattung dafür vom Land, können dann in neue Straßenbahnen investieren, neue Straßenbahnlinien, die Taktung oder am Wochenende. Das muss dann jeder Kreis für sich entscheiden, was dort ja, das Drängendste ist. Aber das ist unsere Antwort darauf, das nicht den Kreisen zu überlassen. Und dieses Hickhack mit dem Landesverwaltungsamt, ich habe das auch beobachtet, das ist auch irgendwie unwürdig und das verschlingt auch so viel Zeit und so viel Ressourcen. Ich glaube, da braucht es eine klare Zielstellung und eine klare Ansage für alle jungen Menschen im Land. Sie sind ja ein bisschen daran gewöhnt, ihn auch zu benutzen, weil Sie sind ja in Dessau beheimatet. Wie ist das überhaupt? Also man sagt ja immer, Sachsen-Anhalt hat zwei Städte, Halle, Magdeburg, die dann auch nominell verfeindet sind. Wir wissen, das ist alles mehr Spaß als Ernst. Wie kommt man sich als Dessau vor, wo man da gar nicht auftaucht in dieser gemeinsamen Feindschaft? Obwohl es eigentlich das dritte wichtige Oberzentrum ist, das man überhaupt nicht übersehen sollte, auch gerade kulturell ungeheuer wichtig. Wie ist das einmal so als Dessauerin im Parlament und zum anderen, wie ist es ohnehin mit Ihnen und Dessau? Also ich sag mal, der erste Landtag, der sich hier in Sachsen-Anhalt konstituiert hat, das war ja in Dessau. Und wir hätten schon sehr gerne gesehen, wenn das so geblieben wäre, weil wir auch immer gesagt haben, wir sind so geografisch quasi das Herz von Sachsen-Anhalt. Wir haben uns immer so ein bisschen, auch zu DDR-Zeiten, bin ja nur schon ein bisschen älter, so, ja, schon auch gefremdet. Wir waren zwar Bezirk Halle, ne, das ist ja so der südliche Teil unseres Konstrukts Sachsen-Anhalt. Aber das war auch alles weit weg. Also wir fanden als Dessauerinnen und Dessauer, dass das eine gute Idee gewesen wäre, hier einen neutralen Sitz zu schaffen. Immobilien und dergleichen wären auch da gewesen. Aber wir wissen, dass die Absprachen und die Beschlusslagen dann andere waren. Und jetzt ist es tatsächlich echt schwierig. Also Halle und Magdeburg sind ohne Zweifel die einzigen richtigen Großstädte in unserem Land. Dessau ist, wenn man es auch von der EU-Perspektive betrachtet, ländlicher Raum. Durch die Zergliederung und die Suche nach dem Zentrum in Dessau, das ist ja immer wieder eine sehr beliebte Aufgabe, auch bei Stadtspaziergängen. Obwohl sich da tatsächlich, muss man jetzt auch sagen, wirklich viel getan hat. Gerade Bauhaus Museum hat sehr viel dazu beigetragen, jetzt auch so ein bisschen so ein Herz und so eine Innenstadt zu konzipieren. Aber tatsächlich merke ich auch im Parlament, dass es über Parteigrenzen hinweg in anderen Regionen auch dann mal so ein wir raufen uns jetzt mal zusammen, weil bei uns vor Ort da irgendeine Interessenlage ist, die wir hier im Landtag durchbringen wollen. Also die Magdeburger haben sich ja zum Beispiel, und das habe ich erst richtig am Ende des Koalitionsvertrages mitgekriegt, wo ich so dachte, wie kann das denn passieren? Die haben sich ja zusammengerauft und dann hieß es auf einmal, wir unterstützen hier die Buga in Magdeburg. Oder nee, Kulturhauptstadt war das. Buga ist jetzt ein Gespräch. Es ging um die Kulturhauptstadt. Da haben sich alle zusammengerauft, da fanden alle Magdeburger Abgeordneten, das ist eine Idee, die müssen wir durchsetzen. Oder die Harzer, die sind auch, wenn es so um touristische Belange geht oder dieses, weil wir eben über ÖPNV sprachen, dieses Harz-Ticket und so. Also die kriegen sich dann auch mal zusammen. Da ist es bei uns in Dessau und Anhalt und so, da ist es schon alles sehr nicklig und Dessau und Zerbst können sich nicht so richtig. Es fängt ja schon an, dass Dessau-Roßlau eine Stadt ist, aber nicht nur die Elbe trennend dazwischen steht. Und da ist es schwierig als Dessauerin, Belange, die wirklich auch die Regionen, und das ist ja auch unsere Aufgabe, wir haben ja alle fachliche Aufgaben, die wir im Parlament bearbeiten. Wir stehen alle für unsere Parteien, die wir dann in unseren Fraktionen zusammenführen. Aber wir stehen alle natürlich auch für unseren Lebensmittelpunkt. Und da ist es für Dessau tatsächlich schwierig, so Allianzen zu finden. Da kann ich nur hoffen, dass das in der nächsten Legislatur vielleicht ein bisschen anders ist. Ich weiß jetzt nicht, das werden wir dann ja am 7. Juni sehen, ob vielleicht noch andere Kolleginnen aus der Region Anhalt mit dabei sind. Denn ich glaube, da gibt es wirklich auch Spezifika, die es wert wären, noch mehr Beachtung zu finden. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Landesparlament und ich habe mich total
gewundert, als ich da hinkam vor 10 Jahren, dass es nicht einen Grundsatzbeschluss zum Bauhaus gibt. Es gab was zu den Händelfestspielen und zu allem Möglichen. Aber es gab keinen Grundsatzbeschluss zum Bauhaus. Und obwohl ich damals Opposition war, ist es an der Stelle tatsächlich gelungen, mit so ein paar an der Thematik Bauhaus Interessierten einen solchen Beschluss auf den Weg zu bringen. Jetzt haben wir in einigen Jahren 100 Jahre Bauhaus am Standort in Dessau. Da sehe ich im Moment noch nicht, dass das so adäquat vorbereitet wird. Wenn ich mich aber erinnere, was damals zum Lutherjahr alles an Aktivitäten entfaltet wurde, da stand eine ganz andere Lobby dahinter. Ich will sagen, das ist auch noch mal ein hoher Aufwand, diese Region, die wirklich auch von ihrer kulturellen Geschichte einen hohen Anspruch hat, die aber gerade jetzt, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, und vielleicht ist das ja einigen bekannt, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja da den neuen Green New Deal ausgerufen und das neue europäische Bauhaus, wo sie die Idee des Bauhauses aktualisieren will und mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verbinden will. Und da gibt es aus meiner Sicht wirklich keinen besseren Ort als Dessau, wo wir das Umweltbundesamt haben, wo wir die Hochschule Anhalt haben, die ja einen starken Zweig im Bereich Landwirtschaft hat, wo wir den Sitz des Bauhauses haben, als dass wir hier in Sachsen-Anhalt uns dieser Idee verpflichtet fühlen würden. Und das ist aber im Moment noch sehr, sehr mühselig, das ins Parlament zu tragen. Aber ich werde da nicht locker lassen, weil da bin ich dann schon auch Lokalpatriot. Manchmal geht es dann ja doch, und das nicht wegen Ihnen daneben, wenn sich dann die Staatskanzler in Konzerte einmengt und sagt, das geht aber so nicht. Und dann das ZDF, was dann sehr schön und sehr präsent, natürlich auch deshalb präsentierte, dann wieder herausgeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber Sie sagten gerade seit 10 Jahren im Parlament, Sie haben ja auch soziokulturelle Wurzeln, andere Wurzeln. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, ich will Mitglied eines Landesparlamentes werden, wenn man es... Manche mittlerweile, es gibt ja diese Berufspolitikerkarrieren, die fangen dann an, arbeiten sich hoch und plötzlich sind die da und haben nie was anderes gemacht. Das ist ja bei Ihnen ein bisschen anders. Wie ist es gekommen und wie kam man auf die Idee tatsächlich? Ich bin tatsächlich eine Quotenfrau. Das muss ich nicht, sondern das sage ich so offen. Vor 10 Jahren, und das hat auch ein bisschen was, das schließt gut an die Frage an, mit Dessau und ich als Dessauerin zu tun. Wir waren ja lange in der Opposition, 13 Jahre, und 2011, da haben wir schon so gespürt, das könnte jetzt klappen. Also jetzt ist so eine Aufgeschlossenheit auch in Sachsen-Anhalt da, dass wir Grüne wieder ins Parlament kommen. Und dann hat sich mein grüner Kreisverband in Dessau Gedanken gemacht, wie sie denn da auch mitspielen können. Weil uns natürlich auch klar war, dass das jetzt nicht 10 oder 20 Leute wären, die da einziehen. So. Also musste es um die vorderen Listenplätze gehen. Und wir Grüne sind ja, das ist ja sozusagen Teil unserer grünen DNA. Wir waren die Ersten, die diese Quote tatsächlich so stringent eingeführt haben. Es beginnt mit einer Frau und dann geht das dü-dü-dü im Reißverschlussprinzip. Ein blödes Wort. Reißverschlussprinzip. So, ne? Aber alle wissen, was ich meine. So. Und dann bin ich angesprochen worden. Ich war zu der Zeit in Berlin, bei Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren hieß es damals noch, jetzt heißt es Bundesverband Soziokultur, gearbeitet. Und es war wirklich eine total auch spannende Zeit und ich habe das auch gerne gemacht. Ich war aber noch nicht so lange weg. Ich hatte also wirklich noch sehr, sehr aktive Wurzeln. Und bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, hier in Sachsen-Anhalt im Parlament zu arbeiten für die Grünen. Da bin ich seit 92 Mitglied, also insofern lag das jetzt auch nicht so fern, mich da zu fragen. Hatte ja vorher auch 9 Jahre beim Landesfrauenrat gearbeitet und das ist ja, eine klassische Lobbyorganisation, die auch sehr dicht am und mit dem Parlament arbeitet. Und ich habe tatsächlich überlegt, also wenn ich manchmal so Geschichten von Kollegen höre, und das sage ich jetzt sehr bewusst, Kollegen, da frage ich mich manchmal, wo sie denn so die Schuspe hernehmen. Ja, ich bin gefragt worden und natürlich habe ich sofort ja gesagt. Ich habe da ernsthaft überlegt, ob ich das kann und was denn da so sich daraus entwickelt und was das so bedeutet und wo ich denn da so meine Akzente setzen würde. Und dann habe ich das sozusagen ja gesagt, ich habe kandidiert, bin auf Listenplatz 3 damals gewählt worden. Und es hat ja dann auch geklappt. So
Genau so ist das gekommen. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es immer noch gut, dass ich einige berufliche Stationen vorher hatte, weil ich schon nachvollziehen kann, warum junge Leute, egal in welchen Parteien, vielleicht von der Jugendorganisation, ob das jetzt die Grüne Jugend oder die Jusos oder die Junge Union sind, dann sozusagen direkt durchstarten in so eine Parlamentskarriere. Ich kann das nachvollziehen. Ich persönlich, wir haben ja auch so ein Menti-Programm, ich persönlich rate immer allen, sich doch erstmal irgendwo anders umzutun. Eine Berufsausbildung abzuschließen, ein Studium abzuschließen und vielleicht ein, zwei berufliche Stationen zu haben. Also ich habe davon immer profitiert. Erstens, weil ich weiß, es gibt ein anderes Leben. Ich muss zugeben, so nach 10 Jahren ist die Ahnung davon schon ein bisschen verschwommen. Weil man eben nicht mehr so dicht dran ist. Ne? Also dieses Parlament, das ist schon sehr einnehmend. Aber ich weiß, dass es ein anderes Leben gibt. Ich habe andere Erfahrungen, habe dadurch auch noch mal ganz andere Kontakte, werde in vielen Bereichen auch noch mal ganz anders wahrgenommen als jemand, der alles immer nur aus Aktenlagen oder aus der Parlamentssicht kennt. Und ich meine, dass ich davon sehr, sehr profitiere. Das ist, finde ich, tatsächlich ein Problem, weil es war, fand ich immer ganz toll, als ich nach Sachsen-Anhalt hierher kam. Ich habe mich gefreut, weil die meisten Menschen im Parlament hatten halt ein Leben gehabt, bevor sie ins Parlament kamen. Das habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren lässt es mehr und mehr nach. Wie ist dann eigentlich auch so der Umgang im Parlament, wenn man mit denen, die nie woanders waren, da sind? Kann man eigentlich über Sachthemen miteinander auch auf einer Grundlage reden? Oder ist es dann manchmal nur, wie es sich von außen darstellt, pure Taktik und purer, im Grunde genommen, ich will Recht behalten mit meiner Partei, aber es geht mir nicht um wirklich was Konkretes. Hat sich das verändert auch ein bisschen? Also vorab will ich sagen, dass das sehr von den einzelnen Menschen abhängt. Also es gibt in jeder, ja doch aus ihren unterschiedlichen Perspektiven wahrscheinlich tatsächlich sogar in jeder Partei, Menschen, die sich sehr in Thematiken einarbeiten, die sich wirklich kundig machen, die auch mal vor Ort gehen und mit Leuten sprechen und versuchen, sich sehr inhaltlich einer Thematik zu nähern. Und mit denen kann man dann auch fachlich sich austauschen und eine Lösung finden. Was allerdings zunehmend, und da muss ich ganz klar den Schnitt setzen mit 2016, mit dem Einzug der AfD ins Landesparlament, dass es nicht mehr um solche Fakten geht, dass sich auch nicht mehr die Zeit genommen wird, denn das kostet wirklich Zeit, wenn man sich in eine Thematik ernsthaft einarbeiten will, wenn man unterschiedliche Aspekte sich nicht nur anlesen, sondern auch sozusagen im Gespräch erarbeiten will. Und dass das dann zunehmend nur noch auf Ebene von Überschriften polemisch und fernab von allen Fakten diskutiert wird. Und wir haben ja alle gesehen, dass insbesondere die CDU nicht gefremdelt hat mit solchen Aktionen. Also gerade so im Bereich Wald und Landwirtschaft, da haben wir schon Diskussionen gehabt, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr jetzt dieses Argument dreimal wiederholt, dann wird es nicht besser. Lasst uns doch einfach nochmal in die inhaltliche Genese gehen. Aber da wird sich zunehmend weniger Zeit dafür genommen. Da ist ganz schnell mal irgendein Tweet draußen, bevor man noch die Gesprächsrunde gemeinsam beendet hat. Das macht es wirklich, wirklich schwierig. Ich selber gehe immer gerne sogar so weit, dass ich sage, also wenn da so eine Thematik ist, dass ich mir mindestens einen Tag, und gerade in so einer kleinen Fraktion und noch Fraktionsvorsitzender ist es wirklich manchmal schwierig, sich einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, dass ich dann auch vor Ort gehe. Wie zum Beispiel, wenn es um Pflegenotstand ging, dann habe ich mal einen Tag in so einer in der Notaufnahme und einen Tag in der Pflegestation, nein, nicht mit dir arbeitet, das ist ja nicht angemessen, das zu sagen, aber sozusagen respektiert und dann auch mal das eine oder andere, was so möglich ist, um wirklich mal so eine ganze Schicht mitzuerleben, um wirklich mal wenigstens so einen etwas längeren Eindruck zu haben, wie arbeiten denn die Leute und auch mit denen direkt mal so ein bisschen zu sprechen, ne? Das ist tatsächlich was sich grob verändert hat. Und ich kann nur hoffen, dass es jetzt noch mal so einen Neustart gibt. Es sind ja jetzt einige Kollegen, die auch nicht mehr kandidieren oder nicht mehr aufgestellt wurden, dass man da wieder zu einem anderen Arbeiten kommt. Weil ich glaube, das ist unsere Pflicht
als Abgeordnete, dass wir so faktenbasiert, so inhaltsreich wie möglich uns vorbereiten auf Entscheidungen und dass wir auch immer mit denjenigen, und das ist immer mein Anspruch, reden, die tatsächlich die Kompetenzen haben. Also wie soll ich über Krankenhauspolitik reden, nur aus dem Parlament heraus oder mit so einer Hospitation? Da muss ich wirklich mit Ärzten reden, da muss ich mit Berufsverbänden reden, mit der Krankenhausgesellschaft reden. Also mit allen, die an dem Prozess beteiligt sind, weil natürlich jeder auch, so wie man es auch im Privaten kennt, jeder sein Eigeninteresse hat. Und die Zeit muss man sich für politische Entscheidungen nehmen. Denn so dringend wie vieles, oder eigentlich ist ja heutzutage immer alles ganz doll dringend. Es wird nicht besser, wenn man eine Entscheidung revidieren muss. Es wird nicht besser, wenn die Leute sagen, also guck mal, was die Politiker machen. Und wenn ich das an der Stelle vielleicht mal noch mal sagen darf, deswegen war ich auch so stinksauer auf die Ministerpräsidenten, weil sie genau diesen Eindruck, genau dieses Narrativ bedient haben. Wir setzen uns da mal zusammen, eine halbe Nacht, sind alle todmüde und dann treffen wir Entscheidungen, wo 82 Millionen Menschen drunter leiden müssen. Und die am Ende sich ja, und das war ja mehrfach, auch als völlig unwirksam herausgestellt haben. Das finde ich fahrlässig, weil so kann man und darf man nicht Entscheidungen für andere Menschen treffen. Bei Medizin haben Sie ein bisschen das Glück, dass Sie mit Susanne Sipora-Seitlitz ja, die direkte Expertise in das der stimmt. Partei haben, die auch noch aktiv dabei ist, also tatsächlich auch noch diese Berufserfahrung hat, was ja bei manchen dann nicht mehr dazukommt. Aber Sie hatten es kurz angesprochen mit dem Ministerpräsidenten. Die Corona-Krise für viele Menschen ist, dass die Einschränkungen auch sein müssen, ist, glaube ich, den allermeisten klar. Man sieht dann erstaunlicherweise die Mehrheiten, die oft nicht so laut sind, sind klar und sagen, ja, finden wir gut, können auch schärfer sein. Aber man hat von außen oft das Gefühl, Mensch, es ist jetzt über ein Jahr her, Politik hat scheinbar nicht so viel dazugelernt in immerhin einem Jahr. Und so ist die Kommunikation auch manchmal nach außen schwierig. Sehen Sie die Fehler, beziehungsweise wo sagen Sie, das könnte man auch von unserer Sicht und auch mit uns besser machen? Also die Ministerpräsidentenkonferenz ist eindeutig gescheitert. Das hat am Anfang funktioniert, wo alle auch noch wahrscheinlich so ein bisschen im Schock waren und gerade so vor einem Jahr die Bilder aus Bergamo, Italien und so. Aber da hätte man vermutlich im Rückblick oder auch die Bundeskanzlerin oder wer auch immer, ich meine, wir sind hier so ein kleines Rädchen, aber das hätte man eher stoppen müssen. Das waren keine wirksamen Maßnahmen. Und jeder, der fachlich da näher hinguckt, sagt, und das ist im Moment auch aktuell ja wieder das Thema, wir werden da nächste Woche wieder im Parlament drüber zu reden haben, um jetzt wirklich eine Wirksamkeit zu erreichen, brauchen wir ein Runterfahren, ein komplettes Runterfahren. Was wir jetzt wieder machen, ist, dass wir einzelne Bereiche rausnehmen. Und was mich wirklich ärgert, das ist das, was jetzt im Bundesinfektionsschutzgesetz gemacht werden soll. Das ist immer noch mehrheitlich die Last der Pandemiebekämpfung auf den privaten Bereich abgewälzt wird. Also ich kann das keinem erklären, dass Oma zu Besuch kommen kann und Opa muss zu Hause bleiben, weil das ist ja einer zu viel. Aber die Leute arbeiten nach wie vor im Großraumbüro und da gibt es nur ein Testangebot pro Woche. In der Schule machen wir Testpflicht zweimal die Woche, sonst können die Kinder oder Lehrer nicht mehr kommen. Das kann nicht sein, das passt nicht zusammen. Also hier finde ich es richtig, dass man bundeseinheitlich agiert und man muss wirksame Maßnahmen ergreifen, denn sonst gehen uns auch noch die von der Fahne. Also wie Sie es eben gesagt haben, das zeigen die Umfragen noch, es wären weniger, aber die deutliche Mehrheit sagt immer noch, die Maßnahmen könnten auch schärfer sein, wenn sie denn wirken. Und das müsste man doch jetzt aus allem, was man sieht, in Portugal, in Großbritannien und so weiter, gelernt haben, dass nur ein konsequentes Runterfahren hilft. Und was soll ich mit Ausgangssperren nach 21 Uhr in der Altmark? Da bin ich ja ausnahmsweise wirklich mit unserem Ministerpräsidenten mal einer Meinung. Das verstört nicht nur die Menschen, verunsichert nicht nur die Menschen, sondern das macht sie wütend. Das ist nicht angemessen. In der Altmark kann man sowieso nach 21 Uhr normalerweise gar nicht mehr viel rausgehen. Es ist eine gemeine Bemerkung zugegebenerweise. Ländlicher Raum muss gestärkt werden. Aber da ist es so. Ich habe noch eine kleine Frage, die
weil es gibt die, wir wissen, wir haben ja kurz über die AfD auch gesprochen, das für mich ist ein Phänomen, sie haben einen Vorsitzenden verschlissen, sie streiten sich, sie bringen wirklich nichts bei, was man irgendwie von außen das Gefühl hat, es ist irgendwas Sinnvolles dabei, sondern immer nur eigentlich destruktives politisches Sein. Und komischerweise, die Umfragezahlen sagen immer noch, es ist nicht so viel weniger geworden. Wie erreicht man Menschen, die ja fast ein Viertel der Bevölkerung sind, die jemand wählen, der, egal was die tun, es scheint ja dann, man hat das Gefühl, ist es egal, was Politik macht, denen scheint es egal zu sein. Wie erreicht man die oder wie haben sie das Gefühl, können sie es tun? Ein Teil, denke ich, kann man durch verlässliche Politik erreichen. Da waren wir nicht immer gut und das, was jetzt durch Herrn Haseloff auch mitgetragen über die Ministerpräsidentenkonferenz in Corona gemacht wird, war auch nicht verlässlich. Also ich habe immer gesagt, wie können Sie 6-7 Wochen vor Ostern den Leuten Osterurlaub versprechen? Solche Visionen aufzubauen, wo man weiß, man muss sie vermutlich, ich will mich da gar nicht auf einen Prozentsatz festlegen, aber vermutlich wieder einkassieren, das ist absolut fahrlässig. Also man muss Gesetze machen, man muss Versprechungen machen, man muss Aussagen tätigen, hinter denen man hundertprozentig steht und die auch so weit abgeklärt sind, dass sie tatsächlich auch im Bereich des Möglichen liegen. Ich glaube, die Menschen haben schon auch Verständnis, wenn man sich jetzt eine Meinung bildet und sagt, dafür will ich in Berlin kämpfen und man hat das nicht erreicht. Aber wenn man was verspricht, wo allen klar sein muss, dass es nicht funktioniert und die allermeisten Menschen haben ja sofort genau so reagiert, naja, komm, es wird doch sowieso nichts. Und wenn man immer wieder solche Enttäuschungsmomente produziert, finde ich es nachvollziehbar, dass Menschen sich abwenden von Politik. Und man muss sehr viel ehrlicher damit sein, dass es einen Prozentsatz von Menschen in Sachsen-Anhalt gibt, die ein rechtes Gedankengut nicht nur für salonfähig, sondern für unterstützenswert halten. Und dass all die Maßnahmen, die wir hier vorher angestrengt haben, nicht konsequent waren. Dass wir hier deutlich mehr tun müssen und dass wir vor allen Dingen auch von der obersten Ebene sehr viel klarer, wir sagen ja immer so salopp, klare Kante gegen rechts. Das habe ich nicht von allen, die hier Verantwortung in diesem Land tragen, so deutlich erlebt. Auch der Ministerpräsident hat erst sehr spät, und da braucht es, glaube ich, diesen Moment von Halle, sehr klare Worte gefunden. Aber wenn ich mir angucke, schon in der zweiten Reihe in dem Fraktionsvorstand und auch auf den vorderen Listenplätzen finde ich zwei Abgeordnete, die ja mit ihrer sogenannten Denkschrift unser Land wirklich hier in absolut unrühmliche Schlagzeilen gebracht haben und allein ein Spekulieren über solche Dinge. Ne? Also das bekannteste Stichwort ist ja, glaube ich, immer noch das Nationale mit dem Sozialen zu verbinden. Das ist absolut gefährlich. Sowas dürfen wir nicht machen, weil das macht diejenigen, die wirklich ein anderes Gesellschaftssystem wollen, die nicht nur am Fundament unserer Demokratie irgendwie ein bisschen kratzen, sondern die das umstoßen wollen, die wirklich etwas komplett anderes wollen. Das macht die salonfähig. Und das ist was, was ich wirklich als Selbstkritik, also obwohl ich jetzt, ich habe dazu nichts beigetragen, aber es ist letztendlich ja unsere gemeinsame Koalition, sehe, dass hier immer wieder solche Vorfälle passiert sind. Ne? Untersuchungskommission Linksextremismus, ist das total absurd bei allem, was quasi der landeseigene, wenn ich so will, Verfassungsschutz sagt, was alle Statistiken hergeben, was polizeiliche Kriminalstatistik uns darbietet. Und es gibt abgesetzt, aber eine solche Kommission in Sachsen-Anhalt, das ist nicht klare Kante gegen rechts. Das sind die Momente gewesen, wo ich auch in meiner Partei sehr heftige Diskussionen immer wieder hatte. Ist das jetzt nicht ein Punkt zu zeigen, das können wir nicht mittragen, wir müssen diese Regierung verlassen? Ich habe immer dazu gestanden zu sagen, wenn es Einzelfälle sind, und das ist ja dann immer wieder auch eingefangen worden von der CDU-Führung, dieses Gesamtprojekt in Anbetracht dessen, was ansonsten kommt, aufrechtzuerhalten. Aber hier will ich in einer nächsten Konstellation, in einer nächsten Koalition wirklich ein klares
Grundbekenntnis, nochmal ein sehr deutliches Grundbekenntnis. Und ich werde auch von Anfang an die Ansage machen, dass sowas nicht einmal mehr mitzutragen ist. Wir sind interessanterweise schon am Ende eigentlich angekommen. Und man soll ja dann auch durchaus positiv enden. Also wenn Sie jetzt so zum Schluss nochmal so sagen könnten, was ist, wäre der Grund direkt so, wo man sagt, ich wähle Conny Lüdemann, weil, wie auch immer, könnten Sie jetzt das so genau äußern, wie Sie es mögen? Also erstmal sollte man nicht Conny Lüdemann wählen, das ist mir gar nicht wichtig, sondern mir geht es wirklich darum, Zweitstimme Grün. Wir haben eine total gute Landesliste, da stehe ich auf Platz 1, aber hinter mir kommen super tolle Frauen und Männer, die alle fachlich qualifiziert sind, die zum Teil auch jetzt wieder neu aus dem Beruf reinkommen, um das Parlament sozusagen auch mit ihrer fachlichen Expertise aufzuwerten. Und ganz klar, also ich denke, neben der Demokratiesicherung, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man wirklich fachliche Politik machen kann, sind wir tatsächlich die Einzigen, die an der größten Zukunftsaufgabe, nämlich der Rettung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, wirklich programmatisch arbeiten und die auch bereit sind, dafür ganz viel zu tun. Das ist der Grund, warum Sie die Grünen wählen sollten. Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben und danke fürs Gespräch. Sehr gern.